hat nichts bedeutet. Es war nur Sex. Es ist nie nur Sex. Da ist noch mehr. Du erzählst mir das doch nicht bloß so, um dein Gewissen zu erleichtern. Die Medien berichten darüber. Manchmal denke ich, dass ich selbst schuld bin. Ich habe Dinge schleifen lassen. Das wieder gut zu machen, ist mein einziger Wunsch. Kleinigkeiten, dachte ich. Ihre Frau fragt sich bestimmt, wo Sie sind. Sie vertraut mir. Aber Kleinigkeiten summieren sich, nicht wahr? Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Es gibt eine Anzeige. Den Fall hätte man ablehnen müssen. Kein einziger substanzieller Beweis. Sagt die Anwältin des Beschuldigten. Sie sollten sich öffentlich von White House distanzieren. Wieso? Weil das Verhalten von arroganten Schnöseln von der Öffentlichkeit nicht mehr für putzig gehalten wird. Ich kenne meinen Mann. Er ist ein guter Mann. Er ist ein Mann. Ich bin völlig durcheinander. Meinetwegen? Wegen allem. James Whitehouse Privilegien erstrecken sich nicht auf Vergewaltigung. Das Wort Vergewaltigung und mein Name haben nichts miteinander zu tun. Ich habe keine weiteren Fragen an diesen Zeugen. Ich habe nicht getan, wofür ich angeklagt bin. Wenn ich das in meinem Kopf nicht auf die Reihe kriege, weiß ich nicht, was ich tue. Betrüger, Betrüger! Weißt du, deine Geschichten sind immer wieder anders. Irgendjemand lügt hier. Aus irgendeinem Grund. Habe ich den gerade vor mir?